Bei einer Bürgerbefragung in Paris hat eine knappe Mehrheit für höhere Parkgebühren für sogenannte SUVs gestimmt. Dem Plan der Stadtverwaltung stimmten rund 54,5% zu. Allerdings beteiligten sich nur 6% der Wahlberechtigten. Ab September soll das Parken für Stadtgeländewagen nun dreimal so viel kosten wie bisher. Im Stadtzentrum beispielsweise 18 statt 6 Euro. Der neue Tarif gilt nur für Besucher. Und wir schalten zu Sabine Rau nach Paris. Wie sind die Reaktionen auf das Votum in Paris ausgefallen? Ja, gut für den Planeten, gut für die Gesundheit, sagt die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Sie ist natürlich sehr zufrieden und attestiert den Pariserinnen und Parisern, die Avantgarde in dieser Frage zu sein. Aber es gibt natürlich auch Kritik an der ganzen Sache, denn viele sagen, bei 6% Wahlbeteiligung ist diese Befragung nicht repräsentativ. Ja genau, Sie sagen, ist das Abstimmungsergebnis 54,5% Beteiligung, 6%, was sagt das letzten Endes aus? Ja, eigentlich hätten 1,3 Millionen Menschen abstimmen dürfen. Sie haben die Wahllokale gestern sichtlich nicht gestürmt. Was sagt es aus? Wir hatten ja eine ähnliche Anzahl schon bei der Abstimmung über die Trottinette, also die E-Roller, die in Paris jetzt auch verboten sind. Damals gingen nur 7% zur Abstimmung. Und Paris hat gesagt, trotzdem, wir ziehen das durch. Mehrheit ist Mehrheit. Das wird jetzt so gemacht. Und die Befürworter dieser Abstimmung sagen, bei manchen Meinungsumfragen werden auch nur 500 oder 1000 Menschen befragt. Das wird dann auch als repräsentativ angegeben. Also das ist heute Morgen so die Argumentation, um dieses doch etwas mickrige Wahlergebnis zu rechtfertigen. Dann schauen wir noch mal auf den Sinn dieser Regelung. Was will die Stadtverwaltung mit den höheren Parkgebühren bezwecken? Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo kämpft ja schon seit längerem mit viel Energie für die Verkehrswende in dieser Millionenstadt. Paris platzt aus allen Nähten und wer hier einmal in der Rush Hour zu Hauptverkehrszeiten unterwegs war, der weiß, wie verstopft Paris sein kann. Also ist ihre Devise weniger Autos, mehr Fahrräder und öffentlicher Personennahverkehr. Sie will das durchsetzen und sie ist da durchaus auch recht kämpferisch und legt sich mit der Automobillobby an. Sie hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Straßen am Seineufer freigeräumt wurden für Fußgänger und Fahrradfahrer. Da ist eine Freizeitzone entstanden, die von den Menschen hier in der Stadt sehr angenommen wird. Sie räumt Parkflächen frei und macht Grünflächen daraus und hat fast überall in der Stadt Tempo 30 eingeführt. Also sie möchte wirklich mit Macht und großen Schritten die Verkehrswende für Paris erreichen und in einem halben Jahr sollen die Olympischen Spiele in dieser Stadt stattfinden und es wird die große Frage sein, wie bekommt man diese Millionen Menschen gut und möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln von den Stadien zu den verschiedenen Wettkampfstätten und in ihre Unterkünfte transportiert. Da ist noch einiges an Arbeit zu leisten und das bereitet der Stadtverwaltung im Augenblick auch viel Kopfzerbrechen. Also Verkehrswende auf den Weg gebracht, aber es gibt noch viele Teufel im Detail. Die höhere Parkgebühr muss ja nicht jeder SUV-Besitzer zahlen, sondern nur auswärtige Besucher und auch nur ab einem bestimmten Gewicht des Fahrzeugs. Was soll diese Parkgebührenpolitik also letzten Endes bringen? Wie effektiv ist das? Sie gilt schon auch für Menschen, die in Paris leben und wohnen. Es gibt hier auch eine Parkraumbewirtschaftung wie in vielen deutschen Städten. Das heißt, ich kann einen Parkausweis zum Beispiel für meine Straße beantragen. Da bleibt es bei den alten Tarifen. Aber wenn diese SUV-Besitzer, die Pariser SUV-Besitzer, woanders hinfahren in der Stadt und woanders parken möchten, dann entfallen auf sie auch die höheren Gebühren. 1,6 Tonnen, Sie haben es erwähnt, das sind natürlich wirklich nur die ganz großen und ganz schweren Autos. Und deswegen sagen Umweltschützer, das ist auch ziemliche Augenwischerei, weil die allermeisten SUV weit unter oder ziemlich unter diesem Gewicht liegen. Und es deswegen insgesamt auch nur 10% der Autos, die in Paris zugelassen sind, betrifft.
Sprechen wir dann nochmal über das Eintreiben der Gebühren. Um ein Knöllchen auszustellen, muss die Stadtverwaltung jetzt ja wissen, ob so ein Auto oder welches Gewicht so ein Auto hat. Wie soll das funktionieren? Das ist genau die Gretchenfrage. Es gibt nämlich in Paris keine Politessen, aber es gibt Fahrzeuge, die mit Kameras ausgerüstet sind, die durch die Stadt fahren und sozusagen die Nummernschilder scannen können und dann feststellen können, um was es sich für ein Auto handelt, ist die Parkgebühr bezahlt. Aber was sie im Augenblick noch nicht feststellen können, diese Überwachungskameras, ist, wie schwer dieses Auto ist. Deswegen müssen jetzt die Daten abgeglichen werden. Das heißt, jedem Nummernschild muss sozusagen die Herstellerangabe über das Gewicht zugefügt werden. Das soll jetzt über den Sommer passieren. Wir sind alle sehr gespannt, wie Paris das hinbekommen will. Sabine Rau in Paris, vielen Dank.